Bereits im Frühjahr 2017 wurde die dreijährige Gemeindeförderung für den Ankauf von Elektrofahrrädern für Personen mit Hauptwohnsitz in La Andateia gestartet. Als Vorbereitung für die bevorstehende Radlersaison sollen auch heuer wieder Impulse in gleich mehreren Bereichen gesetzt werden. In der Stadt La sind die größten Distanzen, zum Beispiel vom Kellerhügel zum Thaya-Park, mit einer Strecke von 3 Kilometern hervorragend mit dem Rad zu bewältigen, wobei man auch die körperliche Ertüchtigung steigern kann. Außerdem wird mit der Förderung von lokalen Anbietern von Elektrofahrrädern auch die lokale Wirtschaft unterstützt. Also wir haben gesehen, dass es Bundesförderungen und Landesförderungen für die E-Mobilität, sprich auch für E-Bikes, in Österreich ja bereits bestehend gibt. Und es war uns dann gemeindeseitig ein großes Anliegen, dass wir zusätzlich zu den bereits bestehenden Förderungen auch eine Initiative starten, die ganze Sache gemeindeseitig beim Ankauf seines E-Bikes auch noch zu fördern. Und somit ist die Sache eigentlich ins Leben gerufen worden und ist dann im Gemeinderat dann eigentlich von uns umgesetzt und bewilligt worden. Wie schaut das genaue Förderausmaß aus? Also es ist jetzt einmal so geplant, dass wir diese Förderung für die Jahre 2017, 2018 und 2019 jetzt einmal bewilligt haben. Pro Haushaltsjahr werden für 20 E-Bikes Maximalausmaß die Förderung eben ausgeschüttet. Und pro E-Bike ist eine Förderung von maximal 100 Euro pro Antragsteller vorgesehen. Zudem haben wir das Ganze unter dem Mantel Wirtschaftsförderung jetzt da verpackt, weil wir gesagt haben, wir wollen mit dieser Aktion nicht nur jetzt da die E-Bike-Benutzer sozusagen fördern, sondern auch die Wirtschaft. Und wir gesagt haben, wir fördern diese E-Bikes nur dann, wenn sie in der Großgemeinde La, zum Beispiel bei der Firma Sportalhammer oder beim Dom Kobarek im Doms Rathaus, angekauft werden. Wie funktioniert jetzt das Ganze genau? Also grundsätzlich muss der Antragsteller mal einen Hauptwohnsitz in der Stadtgemeinde La gemeldet sein. Er muss für die Antragstellung dann an sich das Antragsformular ausfüllen, muss die Originalrechnung mit dem Zahlungsbeleg vorlegen bzw. auch einen zentralen Melderegisterauszug auf der Gemeinde vorlegen. Der Antrag wird dann von den Kollegen und von den Mitarbeitern auf der Stadtgemeinde geprüft und somit wird dann die Förderung eben ausbezahlt. Wie funktioniert die Auszahlung? Also am Antragsformular selbst wird die Kontonummer des Antragstellers vermerkt und nach positiver Beurteilung der Antragstellung wird ihm die Förderung dann direkt auf das Gehaltskonto, auf das Girokonto vom Antragsteller von der Gemeinde ausbezahlt. Wo finde ich jetzt das Antragsformular bzw. auch die genauen Richtlinien? Auf der Homepage der Stadtgemeinde, und man das dort nur im Downloaden kann, im Notfall natürlich auch auf der Stadtgemeinde im Rathaus abgeholt werden kann.